Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich noch mein kleines Starter-Set für euch und zwar geht es heute um den Venti von Wismec. Das ist eine schöne kleine Kombi mit einem Durchmesser von 30 mm. Wismec ist ja eine Tochterfirma von Joyetech. Die sind jetzt noch nicht so ewig lange auf dem Markt, haben aber schon so ein paar schöne kleine Produkte rausgebracht. Der Bambino, das ist ein kleiner Tröpfler. Der El Grande, das war eine schöne kleine Hybrid-Kombi mit Tröpfler. Und unter anderem auch der Presa, der wahrscheinlich vielen von euch bekannt sein wird, ist ein kleiner 40 Watt Akkuträger. Und das Neue ist halt hier der Venti, so ein bisschen als größere Alternative gedacht zur Ego One oder auch, wenn wir jetzt einfach mal hier im Vergleich gucken, die iJust 2. Also wir sehen schon, es ist nicht der herkömmliche 22 mm Kombi-Akku, sondern 30 mm. Wir haben einiges an Akkulaufzeit drin, aber das gucken wir uns jetzt einmal in den Details an und sehen uns dann gleich wie immer zum Fazit und zum kleinen Dampftest. Also, bis gleich. Hier haben wir dann die Verpackung, in der Wismec Venti bei euch ankommt. Wir sehen hier vorne an der Front einmal Wismec Venti, eine Zeichnung des Gerätes selbst. Auf der anderen Seite finden wir dann Venti und EU. EU sagt einfach nur, wir haben einen EU-Ladeadapter mit dabei. Und auf der Rückseite noch so ein paar technische Spezifikationen und den Paketinhalt. Aber wie immer gucken wir uns das Ganze natürlich einmal etwas genauer an. Und zwar haben wir einmal mit dabei zwei Ersatzverdampferköpfchen. Und zwar, ich zeige euch den hier mal aus der Nähe. 0,5 Ohm Kopf ist verbaut und ein 1 Ohm Köpfchen ist noch zusätzlich mit dabei. Und wie ihr hier seht, die dürften euch ziemlich bekannt vorkommen. Das sind nämlich die Verdampferköpfchen der Ego One. Wismec ist ja eine Tochterfirma von Joyetech. Deswegen passen hier auf jeden Fall alle Ego One Verdampferköpfchen rein, sei es die zum temperaturgeregelten Dampfen, macht natürlich auf dem Akkuträger keinen Sinn, als auch die CLR-Köpfchen. Dann unseren Mod selbst. Den gucken wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an und dann gucken wir uns den Rest des Paketinhaltes einmal an. Dann haben wir noch eine kleine Bedienungsanleitung mit dabei, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Und ein Karton im Karton, wo wir dann unseren 1 Ampere Ladeadapter mit dabei haben und dann natürlich auch unser Micro-USB-Kabel. Wir packen das Ganze mal etwas weg und dann widmen wir uns dem Wismec Venti etwas genauer. Dazu bringen wir das Ganze noch mal ein kleines bisschen in den Fokus. Und dann zeige ich euch einmal das Gerät so und gehe in dem Augenblick mit euch dann noch die technischen Spezifikationen einmal durch. Das Gerät hat einen Gesamtdurchmesser von 30 mm und eine Gesamtlänge inklusive Driptipp von 111,2 mm. Der verbaute Akku hat 3000 mAh, kann ab 0,15 Ohm Verdampferwiderstand befeuern. Wir können Pass-Through dampfen und wir haben eine 10 Sekunden Ein-Ausschaltzeit. Wir gucken uns jetzt mal den Kombi-Akku etwas genauer an. Wie gerade gesagt, der hat 3000 mAh. Hier oben haben wir dann einmal unseren 510er-Anschluss mit einem gefederten Pluspin. Der ist aus Messing. Und hier auf der Unterseite sehen wir dann einmal noch eingraviert Wismec Venti, Design in California. Und drei Entgasungslöcher, falls der Venti einmal Venti machen muss. Ja, das hat er gerade wirklich gesagt. Einschalten tun wir das Ganze über einen Fünfklick. Und hier an der Seite sehen wir dann unsere Status-LED. Wenn die LED konstant leuchtet, haben wir einen Akkuladestand zwischen 60 und 100%. Fängt die Leuchte nach dem Drücken langsam an zu blinken, haben wir zwischen 30 und 59% Akkulaufzeit. Und wenn ein schnelleres Blinken kommt, zwischen 10 und 29% und ganz schnell, also 40 mal hintereinander blinkt, wenn der Akku nur noch zwischen 0 und 9% Kapazität hat. Ja, mehr gibt es hier eigentlich auch schon wieder nicht zu sehen. Wir haben dann hier zusätzlich noch an der Seite unseren Micro-USB-Steckplatz. Und sobald wir hier unser Ladegerät anschließen, leuchtet die LED hier so lange rot, bis der Akku vollgeladen ist. Ja, das war der Akku und dann gucken wir uns den Verdampfer mal ein bisschen genauer an. Das komplette Gerät ist aus Edelstahl gefertigt. Wir haben hier am Verdampfer selbst noch ein Glas, damit wir auch sehen können, wie hoch unser Liquidstand ist oder wie niedrig unser Liquidstand ist. Und der ist aus Pyrexglas. An der Unterseite haben wir dann unseren 510er-Pin. Hier oben sehen wir dann auch nochmal Venti Wismec. Unser Triptipp, relativ große Bohrung oben, relativ kleine Bohrung unten und gehalten von zwei O-Ringen. Und er hält wirklich sehr, sehr anständig. Da haben wir so kein Gewackel, nix. Und hier oben sehen wir dann direkt noch so ein kleines Blech drin.
das sorgt dafür, ist so ein Punkt, der mich bei der EG One ein bisschen gestört hat. Die Verdampferköpfchen neigen dazu, doch ein bisschen mehr Liquid euch entgegenzuspritzen. Und hier haben wir so eine kleine Spitback-Control. Das heißt, hier kriegt er kein Liquid in den Mund. Packen wir das Ganze nochmal drauf. Hier haben wir dann unsere Airflow-Control. Die ist stufenlos einstellbar. Also egal ob Backendampfer oder Fast Open Drawer, ist hiermit auf jeden Fall kein Problem. Wenn wir das Ganze hier dann einmal auseinanderschrauben, haben wir dann hier unsere Base. Wie wir hier sehen, hier ist dann der Ego One Verdampferkopf einfach reingeschraubt. Das ist jetzt nichts Besonderes, außer dass hier ein bisschen mehr Platz zu den Seiten ist wie in den anderen Tanks. Also hier nichts Außergewöhnliches. Der Tank hat ein Volumen von ca. 5,8 Millilitern, das werden wir aber gleich mal noch gegenprüfen. Wie immer, wenn ihr die Coils zum ersten Mal benutzt, benetzt euch die ein bisschen mit Liquid und lasst das Ganze dann im Tank ein bisschen stehen. Und hier haben wir dann unsere Tankeinheit selbst. Wie ihr hier sehen könnt, hier haben wir dann unseren Kamin und wirklich eine Menge Platz, wo wir Liquid einfüllen können. Und ich habe mir hier auch schon ein bisschen Liquid auf eine Spritze gezogen. Das sind jetzt hier 5,6 Milliliter. Und dann gucken wir mal, ob die denn hier reinpassen. Und das Ganze füllen wir jetzt bis oben zum Gewinde fast. Also das war jetzt die komplette Spritze hier mit 5,6 Millilitern. Die 0,2 Milliliter kriegen wir hier auf jeden Fall auch noch unter. Also passt das auf jeden Fall mit den 5,8 Millilitern. Dann packen wir uns hier unsere Base wieder drauf, verschrauben das Ganze und dann passt das hier auch schon. Natürlich könnt ihr hier diesen Kombi-Akku auch mit den verschiedensten Verdampfern benutzen. Mit 22 mm Verdampfern sieht es ein bisschen komisch aus. Aber eine Kombination, die mir zum Beispiel ganz gut gefällt. Ich habe meinen Big Buddha nochmal zum Leben erweckt. Ich habe zwar hier einen klitzekleinen Spalt, aber das ist jetzt eine Kombi, die gefällt mir persönlich gut. Ah ja, was ich vergessen habe, oder falls ich nicht vergessen habe, egal. 5 Klick ein, 5 Klick aus. Ja. Das war der Bismic Venti, jetzt einmal im Detail. Ich würde sagen, wir springen sofort wieder hoch, sehen uns zum Fazit und natürlich zum Dampftest. Also bis gleich. Ja, das war der Venti von Bismic, dann jetzt einmal im Detail. Wie sehen meine abschließenden Worte zu dem Gerät aus? Eins schon mal vorweg, von mir kriegt das Teil einen dicken Daumen nach oben. Warum bekommt das Ding einen dicken Daumen nach oben? Ganz einfach. Es ist super simpel zu handhaben. Die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr gut. Er hat 30 mm. Ist also mal wieder ein bisschen was anderes zu den herkömmlichen 22 mm Geräten. Das macht das Gerät dementsprechend natürlich auch sehr, sehr kompakt. Jetzt hier im Vergleich zu der iJust 2. Also verschwindet fast in der Hand. Ihr habt mit euren 3000 mAh mehr als genug Akkulaufzeit und mit den 5,8 Milliliter Tankvolumen mehr als genug Tankvolumen, damit er auf jeden Fall problemlos durch den Tag kommt. Der Kombi-Akku an sich hat natürlich seine obligatorischen Sicherheitsfeatures. Ihr habt eine 10 Sekunden Zugabschaltung, einen Kurzschlussschutz. Ihr könnt Verdampferwiderstände befeuern ab 0,15 bis hoch zu 5 Ohm, wobei das relativ wenig Sinn macht, weil der Akku dürfte eigentlich getaktet 3,6 oder 3,7 Volt konstant raushauen. Ich habe auch nicht festgestellt, dass wenn der Akku leerer geworden ist, ich einen Einbruch in der Dampfleistung festgestellt habe. Der Geschmack ist gut. Ihr könnt die Ego One Verdampferköpfchen benutzen, dementsprechend egal, ob ihr jetzt die CLR-Köpfe benutzt zum selber wickeln, die normalen Ego One Köpfchen oder halt auch die für Temperaturkontrolle. Die machen natürlich hier auf dem Kombi-Akku gar keinen Sinn, aber dann könnt ihr den zum Beispiel auch auf der VT60 etc. pp. Betreiben. Das wäre also gar kein Problem. Die Airflow ist gut einstellbar. Ihr könnt sowohl für Backedampfer, ich zeige es mal einmal, bis hin zu Fast Open Drawer. Ist hier alles gar kein Problem. Was ihm noch recht gut zu Gesicht gestanden hätte, meiner Meinung nach, wären jetzt auch 0,3 Ohm Coils. Das wäre noch so eine kleine Bereicherung für das Ding hier. Bei mir ist der Dampf, er könnte ein bisschen wärmer sein. Ne? Also die 0,5 Ohm hauen schon gut raus, der Geschmack ist wirklich super. Aber es könnte noch ein bisschen mehr Bums dahinter stecken. Ja, ansonsten, ihr habt hier eure Lade-LED, dementsprechend bekommt ihr dann durch konstantes Leuchten bzw. Blinken signalisiert, wie hoch euer Akkustand noch ist. Und wenn der Akku mal leer sein sollte, könnt ihr auch Pass-Through dampfen, ist also auch gar kein Problem.
Ja, wo habe ich den Wendy her? Und zwar wurde mir der wieder freundlicherweise von smart24.net zur Verfügung gestellt und da kostet er 54,90 €. Also, wie eben schon gesagt, von mir kriegt das Teil einen dicken Daumen nach oben. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder auch ein Akku da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao und gut Dampf.